Ja, ich sage herzlich willkommen, liebe Zielgruppe, im wahrsten Sinne des Wortes, weil über das ich gerade spreche, für das machen wir gar kein Marketing. Ihr seid sozusagen einer Einladung gefolgt, einen kleinen Trojaner, und ihr lasst euch jetzt von mir etwas über eine Marke erzählen. Herzlichen Dank dafür, da zahlt man sonst normal auf dieser Welt verdammt viel Geld dafür, dass Menschen kommen, um sich über eine Marke zu informieren. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich arbeite für die Radeberger Gruppe. Das ist der größte Bierhersteller in Deutschland. Ich bin Geschäftsführer der Hanseatischen Brauerei Rostock. Mein Name ist Peter Christian Glieben, der Vollständigkeitweiser. Und ich arbeite auch in Berlin für die Berliner Kindl-Schultheiß-Brauerei und betreue auch dort die Marken. Bin auch gerade just am Morgen aus Berlin gekommen. So hoch Schnee, war eine schöne Anreise. Mahn und Ulrich, dafür wurde ich eingeladen. Wer auch immer mich dazu eingeladen hat, wer auch immer das entschieden hat, herzlichen Dank dafür. Ich vermute, es war ein Fan, weil wir leben von Fans dieser Marke und es werden immer mehr. Und ich möchte euch gerne die Story erzählen, die dahinter steckt. Weil die Story dahinter, die ist nicht nur go happy, be lucky, die Story dahinter ist auch ein Stück weit traurig. Ich komme aus der Hanseatischen Brauerei Rostock und wir haben dort eine Marke, die heißt Rostocker. Und das ist eigentlich eine Kunstmarke. Die Marke Rostocker ist gar nicht die Marke, in die diese Stadt geboren wurde. Die Marke, in die diese Stadt geboren wurde, heißt Mahn und Ulrich, nämlich im Jahre 1878. Rostocker mit all seinen Zeichen gibt es erst seit 1950, 1952. Die Marke, die den Anspruch hat, das Bier dieser Stadt zu sein, ist eigentlich Mahn und Ulrich. Und ich würde euch gerne mit auf die Reise nehmen, wie das Ganze mal begonnen hat, nämlich 1878 durch zwei Unternehmer. Auch Future TV wurde von Unternehmern gegründet, auch viele andere Unternehmen wurden von Unternehmern gegründet. Und hier ist es tatsächlich so, es waren zwei Herren, die sich 1878 gedacht haben, mitten in der KTV, bei uns auf dem Hof, kommt alle zum Brauereihoffest regelmäßig, liegt ein Ziegelstein, wo wirklich 1878 draufsteht. Da gehe ich jeden Tag lang, wenn ich in Rostock bin. Das ist diese tiefe Erinnerung daran, dass das ein Unternehmen ist, was von Menschen gegründet wurde und Stein für Stein aufgebaut wurde. Diese Marke da, die die Herren gegründet haben, Mahn und Ulrich, hat es allerdings nur bis 1947 geschafft. 1878 bis 1947, eine verdammt lange Zeit. Was aber das Spannende ist, diese Marke war 60 Jahre lang nicht auf dem Markt. Wir haben sie erst im Jahre 2011 wiederbelebt. Und das aus einer Krise heraus. Marketing funktioniert natürlich nach vorne getrieben. Ich habe eine Idee, ich habe eine Vision. Marketing funktioniert aber auch, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht. Und wir standen mit dem Rücken an der Wand mit der Hanseatischen Brauerei Rostock. Ich erzähle da kein Geheimnis. Viele lesen die Ostsee-Zeitung. Und wie das manchmal so ist, wenn man zur Ostsee-Zeitung geht, wird man erst einmal eingetopft. Brauerei entlässt Hälfte der Mitarbeiter. Brauerei macht große Sanierungsmaßnahmen. Brauerei macht dies, das und jenes. Zum Glück ist die Ostsee-Zeitung ein Partner und berichtet fair. Und sagt, Brauerei guckt aber auch nach vorne. Das ist ihre Pflicht als Journalist. Ich kann als Marketingmensch nicht erwarten, dass sie schreiben, was ich denen ins Hausaufgabenheft schreibe. Die schreiben, was ein Journalist für richtig hält. Und so wurden wir erst einmal eingetopft, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann sind sie mit uns eine Reise gegangen, weil wir sie fasziniert haben. Und wir haben verschiedene Menschen fasziniert von dem, was wir da vorhaben. Wir haben nämlich eine Marke wiedergeboren. Und das haben nicht wir gemacht. Wir haben die Marke und die Idee und alles, was dahinter stand, Konsumenten gegeben, Profis gegeben, sich damit auskennen. Ich bin Marketingfritze. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue. Frau Kaufmann, wo sitzt sie? Ich frage den Konsumenten, was will er denn eigentlich? Was braucht er denn? Was sind seine Motivatoren? Und er wollte einfach kein Rostocker trinken, zumindest nicht die Zielgruppe, die wir angeguckt haben. Einige kennen sich darauf wieder, der eine oder andere müsste schmunzeln. Ne? Also sind Rostocker dabei, weil wir über eine Rostocker-Herausforderung, über ein Rostocker-Problem gesprochen haben. Und wir haben nicht nur in unserem eigenen Sudkessel gesessen, wir haben uns externen Input dazu geholt. Und das war sensationell, was dabei rausgekommen ist. Und die Reise, die wir sozusagen begangen haben, war sehr mutig, weil eine Marke, die 60 Jahre lang nicht auf dem Markt war, who the fuck is M&O, 1947, das letzte Mal abgefüllt, über 60 Jahre, und trotzdem war da ein Wabern da. Wenn man mal hier und rechts und links geguckt hat, teilweise waren noch alte M&O-Signets in Gaststätten oder an Häuser rangemalt. Wer heute nach Stralsund fährt, sieht immer noch ein M&O-Signet, in Bützow auch noch. Das war mal die größte Marke in Gesamtmecklenburg-Vorpommern. Und dieses Wabern haben wir auf ganz geschickte Art und Weise wieder herausgehoben. Und Matze, ich gebe dir recht, die Mitarbeiter.
die waren der Schlüssel zum Erfolg, weil die haben wir begeistert. Die waren unser Lexikon, mit denen haben wir gesprochen. Erzähl mal was zu Mahn und Ulrich. Die haben teilweise Braumeister angerufen, die längst im Ruhestand waren oder noch Bücher von zu Hause mitgebracht. Also wir haben mit ganz, ganz vielen Menschen über das gesprochen, was wir vorhatten. Und dann haben wir etwas ganz Wichtiges gemacht. Wir haben nämlich nichts gemacht, wir haben nichts verändert. Wenn das von 1878 bis 1947 funktioniert hat und es die größte Brauerei in gesamt Mecklenburg-Vorpommern geworden ist, warum soll das im Jahre 2011 nicht wieder funktionieren? Marketing kann so einfach sein. Guck, was die anderen gemacht haben, schreibe ab, justiere ein bisschen. Natürlich mussten wir ein Etikett reinzeichnen, natürlich mussten wir ein paar Sachen anfassen. Aber ganz am Ende haben wir das gemacht, was die Herren uns in ihr Geschichtsbuch geschrieben haben. Wir haben es nur wieder entstaubt und auf den Markt gebracht. Wir haben aber dem Produkt auch einen Charakter gegeben, den ihr, glaube ich, alle heute im Laufe des Abends auf der Zunge hatten. Ich auch. Ich darf mal kurz trinken, ich habe noch 6 Minuten. Wir haben nämlich das Produkt grundverschieden zu dem gemacht, was es an Rostock-Produkten im Moment gibt. Wir haben leider kein Originalrezept von Mahn und Ulrich gefunden. Man munkelt, es liegt felsenfest eingemauert irgendwo in dieser Stadt. Wir wissen aber nicht, wo das Originalrezept ist. Haben unsere Braumeister aber gebeten, herauszufinden, wie die damals gebraut haben. Das kann man ja herausfinden. Was waren für technische Möglichkeiten, wie waren die Rohstoffe gegeben und so weiter und so fort. Und so ist uns das Aromaverfahren eingefallen. Und wir brauen Mahn und Ulrich wirklich grundverschieden zu Rostocker, auch mit völlig unterschiedlichen Zutaten. Ein völlig verschiedenes Produkt. Am Ende ist es Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot. Und wer jetzt einen Rostocker trinkt und Mahn und O trinkt und sagt, er schmeckt keinen Unterschied, bitte geht zum Arzt. Das ist ein grundverschiedenes Produkt. Das schmeckt wirklich anders. Und wir haben Marketing gemacht an der Stelle, als es um den Vertrieb ging, um es einzuführen. Verknappung. Das ist das beste Marketing, was man sich vorstellen kann. Mach die Leute geil auf dein Produkt. Siehe Apple. Die stehen an wie doof und wollen dieses Telefon für 900 Euro haben. Bei uns war es nicht ganz so 900 Euro. Am Ende haben wir gesagt, wir stellen es auf einer Messe vor und geben es ganz bestimmten Kunden, nur damit sie es verkaufen. Und zu diesen Kunden sind die Leute gerannt. Einer hat ein Schlupfloch gefunden. Wir haben das toleriert. Ein Späti in der Fritz-Reuter-Straße. Der hatte das Zeug auf irgendeine Art und Weise und hat sich da, glaube ich, viel Freude mitgemacht, dass er das hatte. Und dann ist etwas passiert, was wir nicht für möglich gehalten haben. Die Leute haben wirklich gedrängelt und wollten dieses Bier haben. Wir haben die Markteinführung komplett beschleunigt, komplett verändert und hatten natürlich einen wahnsinnigen Booster dabei, nämlich die Zeitung an dieser Stelle. Bei meinem Kollegen Alexander Köthe und mir gibt es ein Wort, was wir nie verwendet haben. Kult. Never ever. Das haben andere für uns geschrieben. Das Kultbier ist wieder da, das Retrobier ist wieder da, die Legende lebt. In keiner unserer Pressemitteilungen wird jemals das Wort Kult, Legende oder wie auch immer auftauchen. Das haben andere für uns gemacht. Dann ist es glaubwürdig, wenn ich mich selber hinstelle. Achtung, Kultbier. Wahnsinn, tolle Geschichte, langweilen anderen. Das haben andere für uns gemacht. Und es war wirklich eine Story, die durch das Land gesaust ist. Wir sind dann in Clubs gegangen, in 10 Clubs. Es gibt mehrere in Rostock, mehrere coole Locations. Wir haben 10 Clubs gesagt, du kriegst es. Unsere Außendienstmitarbeiter mussten lernen, Nein zu sagen. Du Club, du kriegst es nicht. Du kriegst es, du nicht. Wahnsinnige Herausforderung, Teil des Erfolgskonzeptes an dieser Stelle. Und dann haben wir etwas gemacht. Wir haben die Marke aus den Händen gegeben. Nicht wir haben das Bier vermarktet, sondern Menschen auf Augenhöhe mit dieser Zielgruppe hier, nämlich Studenten, Studierende, sogenannte Student Brand Manager. Und zwar nicht nur in Rostock, sondern auch in Greifswald, auch in Stralsund, auch in Wismar arbeiten junge Menschen, die auf Augenhöhe sagen, du machst eine coole Party, du machst eine Veranstaltung, du brauchst das richtige Bier, das mache ich für dich. Die rufen nicht beim Marketing-Geschäftsführer oder Marketingleiter an, die reden auf dem Campus mit jemandem über das Bier. Und das ist irrsinnig wichtig, dass wir die Marke komplett runtergesetzt haben und auf Augenhöhe mit den Verwendern sprechen lassen. In die Gastronomie sind wir in ganz exklusive Läden gegangen, immer mit einer einzigen Voraussetzung, du musst ein anderes Bier dafür rausschmeißen. Das ist nicht immer so einfach. Ich weiß, dass sich da eine andere Brauereigruppe extrem drüber ärgert, dass es in dem besten Steakhouse der Stadt mittlerweile Mahn und Ulrich gibt. Weil Mahn und Ulrich ein anderes Bier verdrängt hat. So ist es auch an anderen gastronomischen Objekten geschehen. Auch da sehr selektiv, sehr individuell haben wir uns das ausgesucht, wer unser Bier verkaufen soll. Und dann sind wir in den Handel gegangen und zwar 3 Monate früher als geplant. Ohne 1 Cent Listungsgelder bezahlt zu haben. Listungsgelder sind das Wohl und Wehe des Handels. Du willst dein Bier verkaufen, gib mir erstmal Euro X. Wir haben nichts bezahlt, weil die Rewe-Märkte, die Edeka-Märkte dieser Welt es nicht mehr hören wollten, wann kann ich endlich M&O kaufen. Die haben es von alleine aufgeschaltet und der Rewe-Markt im Friedhofsweg, der hat Aufbauten gehabt, jenseits von Gut und Böse, war jedes Wochenende out of stock.
Und das hat natürlich Spaß gemacht. Ich habe hier absichtlich mal die Zahlen weggelassen, weil ich für ein privates Unternehmen arbeite. Wir reden nicht so gerne über Zahlen, aber das Growing, das funktioniert extrem gut bei Manu und Olerich. Und das ist eine ganz, ganz schöne Erfolgsgeschichte, die uns irrsinnig Spaß macht. Und wir sind auch sehr, sehr stolz darauf. Und jeder einzelne Mitarbeiter ist stolz darauf, dass er an dieser Erfolgsgeschichte mitarbeitet. Es ist ein Schweißerfolg, weil die Mitarbeiter in Rostock, die 50, die da sind, sind eigentlich zu wenig Mitarbeiter für das, was wir da machen. Aber die schwitzen. Die haben jetzt gerade mal November, Dezember, Januar, Februar haben die frei. Aber im Sommer möchte kein einziger, der hier im Raum steht, mit einem einzigen meiner Mitarbeiter der Brauerei tauschen. Da laufen nämlich die Gabelstapler, die LKWs und alles von A nach B. Lass sie im Herbst und im November und im Januar sich ein bisschen erholen. Aber alle anderen Monate sind die unter Vollgas und geben Gas für den Erfolg dieser Brauerei. Und dann gibt es den Kult. Menschen, die Marken lieben, die sich faszinieren dafür, die lustige Sachen damit machen. Dann gibt es Zeitungen, die darüber schreiben, die auch noch Kult heißen. Da ist eine Pan Am drauf, da ist eine Vespa drauf, da ist alles andere drauf. Und dann gibt es eine dreiseitige Story über Manu und Olerich. Kann man für Geld nicht kaufen, ist ein Erfolg, den die Marke sich selber erarbeitet hat. Dann gibt es solche Menschen, die das auch nach außen tragen. Ich bin ein Botschafter dieser Marke. Dann gibt es Kunden, die sagen, ich habe noch Sachen von Manu und Olerich, willst du die in dein Museum stellen? Ja klar, stelle ich sie in mein Museum. Danke für die Idee, ein Museum zu machen. Dann machen wir Klamotten mit Rostocker Designer und schreiben auch noch 25 Euro für ein T-Shirt dran. Die Leute kaufen, sie sind regelmäßig ausverkauft. Wir haben da also nicht so viel falsch gemacht. Das sind die Klamotten dazu. Und wenn man die Erfolgsfaktoren einmal zusammenfasst, das ist wiederum Marketing einmal eins. Ich brauche eine echte Story, an die ich selber glaube, weil nur an eine Story, die ich selber glaube, können auch andere glauben. Ich brauche einen tollen Geschmack, also ein tolles Produkt. Ich brauche ein tolles Design. Schlecht verpackt, schlecht aus und funktioniert eigentlich nicht. Ich brauche eine Idee, wie ich es vertreibe. Und last but not least, sollte ich mir überlegen, wie kommuniziere ich oder kommuniziere ich nicht. Und dann sollte ich Träume haben. Unser Traum ist, dass Manu und Olerich ganz, ganz groß wird, so groß, wie es mal war. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus